Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 2 vom Solarstrom-Test-Monat-Experiment. Hier geht gerade mit Solarstrom das der Außenrollladen hoch. Stimmt, ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Denkt man gar nicht mehr drüber nach irgendwie. Ne? Nee, ne? Guck mal. Stimmt. Hier ist ja die Steckdose von Ash. Da ist sie. Die Solarstromsteckdose, die wir eingebaut haben. Und an der Solarstromsteckdose ist hier eine Verteilerdose dran, wo auch sein Außenrollladen dran ist. Und sein Computer und sein... Was ist denn das? Wo geht das denn hin? Ah, nichts. So. Muss ja nicht mal aufstehen hier. Boah, das gibt hier lecker Frühstück ans Bett. Wie krass. Krieg ich auch was? Ins Bett. Hast du wieder Brot? Ja. Nee, ich bin ja krank. Meine Schulter ist kaputt. Ich muss den ganzen Tag im Bett liegen. Ich muss den Arm so machen. Halt, wenn der so runterhängt, dann geht's. Unsere Nachbarin hat gesagt, man muss den Arm bewegen bis an die Schmerzgrenze. Er tut im Moment nicht weh. Okay. Also, moinsen! Morgen, Schwätzchen. Freust du dich schon auf die Schule? Mhm. Lächel doch mal. Moinsen. Komm, wir lächeln doch auch. Lächel mal. Ich weiß gerade eben. Hat der lächel doch mal. Nein. Oh, bist du böse, Mann. Ich lächel dann mal hier für die Kamera, weil der Morgen so wunderschön ist. Nur für die Kamera. Wenn die Kamera ausgeht, dann lächelt er nicht mehr. Nein, der Morgen ist so wunderschön. Alles ist so wunderschön. So, aus. Und? Wie sieht es bei dir aus? Nacht. Obwohl ich die Sonne ja brauche, ne? Aber manchmal, wenn sie da voll ins Gesicht strahlt, das ist auch nicht so witzig. Also, kommen wir mal zum Wesentlichen. Wir haben hier gerade schön geduscht. Der Pott ist leer. Das war ja der Rest von gestern, den wir heute Morgen verbraucht haben. Das haben wir noch ein kleines bisschen aufgewärmt. Ich habe das jetzt wieder ausgemacht hier. Wollen wir nicht nochmal zeigen, wie das hier aufwärmt und so. Also, ja, das war's. Die Wanne war voll. Wir sind sauber. Ja, war natürlich vorher auch sauber. Aber so morgens so eine schöne Dusche, das ist ja was. Mein Schnucki hatte dann hier diesen Duschdings, wie sagt man denn dazu eigentlich? Ist ja nicht ein Duschkopf, sondern ein Duschkopfschlauchpumpe. Hier unten, das ist der Motor von der Pumpe. Da kann man an- und ausschalten. In zwei Geschwindigkeiten läuft das Ding. Das wird da reingeschmissen. Ja, und dann hat das Teil ja noch seinen eigenen Duschkopf hier, mit dem man eben auch duschen kann. Und ich habe, also heute Morgen war das nicht angeschlossen hier. Mein Schnucki hat schon geduscht und dafür hat sie dann das Ding genommen. Und ich habe mir das Ding angemacht und dann habe ich mit beiden Duschköpfen gleichzeitig geduscht. Das habe ich noch nie gemacht, ne? Man hat ja eigentlich nur einen, aber in dem Fall gab es zwei. Das war so richtig Duschfeeling. War es natürlich nicht, aber... Ist ja egal. So, jetzt anziehen und dann geht's los. Achso, wir müssen einmal natürlich noch gucken. Ich habe ja hier nochmal ein bisschen aufgeheizt. Mein Schnucki hatte die Restwärme von gestern genommen und ich habe mir das nochmal schön warm gemacht. Also ich glaube, sie hatte so 30 Grad. Ich habe mir dann das nochmal auf 38 erhitzt. Und was haben wir hier? Keine 13,2 Volt mehr, aber 13, das ist auch gut. Und... Der Tag beginnt. Die Solarzellen arbeiten. Wir füllen jetzt wieder auf. So, da sind wir doch schon angezogen. Ich kann mit meinem rechten Arm nicht die Kamera halten, ne? Alter Schwede, werde ich mir gleich nochmal hier zum Morning Walking mein Dreieckstuch umbinden, das wir aus dem Verbandskasten aus dem Auto stibitzt haben. Na, mal sehen. Vielleicht stecke ich mir auch die Hand einfach in die Tasche, dann ist der Arm ja auch entlastet. Ich wollte noch mal kurz was zu den Kommentaren sagen. Viele Leute sagen ja hier über unser Schlafzimmer, dass wir dieses Fenster hier doch nach unten verlängern könnten als bodentiefes Fenster. Und damit man dann so die Nachbarn nicht so direkt ins Fenster hat, dann da irgendwie eine Wand oder irgendwas hinbauen, dass man da, dass die da nicht so, also dass man nicht so den direkten Blickkontakt hat. Allerdings mute ich denen auch nicht zu, dass wenn die bei sich aus der Haustür rauskommen, direkt gegen die Wand laufen. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Und wir müssten dann auch noch hier die Heizung wegnehmen. Da haben wir ja nur auch wenig Lust zu. Auf der Seite muss man nur die Wand rausbrechen.
Nur, das wird noch spaßig, aber wir haben es ja schon zweimal gemacht. Willi ist uns da immer eine ganz tolle Hilfe. Willi, ich weiß ja, du guckst auch hier die Videos von mir. Ich wollte mich da dann auf dem Weg auch nochmal bedanken. Also, ohne dich wäre das ein Problem, wenn wir da mit Hammer, Meißel und Stichsäge rangehen und da Stückchen für Stückchen die Wand so rausbröseln würden. Ja, da oben muss noch so ein Sturz rein. Also, das wird noch lustig. So, also deswegen machen wir das nicht an der Seite. Und an der Seite soll die Tür rein. Man müsste das ja nicht machen, ne? Das ist doch gut so. Man könnte doch da auch schön einen Fernseher anbauen. Das war so die Idee von Max. Großen Fernseher an die Wand. Aber aus dem Alter sind wir ja raus, ne? Dass man im Bett liegt und Fernsehen guckt. Also, Mann, da kann man doch in die Natur gucken und schön chillen. Oder eben rausgehen. Und das ist auch eins der großen Punkte. Wir haben auf dieser Seite, ich zeige es mal, wir gehen mal kurz dahin. Wir haben ja hier die Möglichkeit von Esch, der hat ja in die Richtung ein schönes Fenster. Hier scheint die Sonne. Hier ist allerbestes Wetter, ne? Selbst im Winter ist es hier teilweise so warm. Also wir haben das schon mal gemacht, das habe ich glaube ich auch mal in einem Video gezeigt. Da lag der Schnee. Und wir haben uns da liegen hingelegt und uns gesonnt, weil das so schön warm war. So, und wenn man jetzt morgens einfach so mal aus der Tür rausgeht und direkt auf die Terrasse in die Sonne scheint halt denn da an der anderen Seite auch nicht besonders rein, also eigentlich gar nicht. Sonst bräuchte man das ja gar nicht zu machen. Ja, und noch eine andere Idee war, das hatten uns auch viele Zuschauer geschrieben, die Zimmer tauschen. Allerdings ist Zimmertauschen so eine Sache, weil dieses Zimmer hier ist sehr klein. Ne, Schnuggi? Es ist kleiner als das. Überlegt hatten wir das auch schon mal, aber das wäre es. Als wir hier angefangen haben, als wir hier eingezogen sind, ich unterbreche dich mal eben, war ja sowieso hier Zimmer aussuchen. Ja. Wer will denn welches Zimmer? Und dann ging es auch darum, ob Ash denn die beiden Zimmer bekommt und da einen Durchbruch macht. Und dann könnte er das hier als Schlafzimmer und das als Zocking Room nehmen oder wie auch immer. Aber dann hätte hier irgendwie die Raumaufteilung nicht gepasst, weil wir haben ja auch noch einen Job und wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Und dafür brauchen wir ein kleines Büro. Dafür haben wir halt dieses kleine Zimmer und dieses kleine Zimmer hier gewählt. Und dieses Zimmer ist eigentlich als Elternschlafzimmer gedacht, konzipiert hier vom Hauserbauer. Aber es ist halt größer. Und da halt unser Sohn mehr Zeit in seinem Zimmer verbringt als wir im Schlafzimmer, habe ich gedacht, gut, also für uns reicht doch ein kleiner Raum, während für Herrn ein größerer Raum besser ist. So haben wir das eigentlich schon immer gehandhabt. Die Räume, die man am Tag wenig benötigt, die müssen echt nicht groß sein. Die können winzig klein sein. Ich finde ja auch hier, hier das Badezimmer ist viel zu groß, ne? Ja, ich So finde viel auch. Platz muss man hier gar nicht haben. Der Platz fehlt eigentlich hier. Genau. Dieser Vorsprung hier, der ist viel zu fett Ich finde fürs auch, also Badezimmer. wenn es weggenommen wäre, also wenn es wirklich weg wäre, ne, würde völlig reichen. Ja. Also. Also, das nur ganz kurz. War da noch irgendwas in den Kommentaren, woran ich mich jetzt so spontan erinnere, was ich dann noch mal kurz ausräumen könnte? Nee, Ja. weiß jetzt nichts mehr. Wir gehen jetzt. Morning Wolken mit kaputter Schulter. Na, das wird schon. Größer. Und so sehen die vorher aus. Ich weiß aber gar nicht, wie die heißen, ehrlich gesagt. Also wenn einer von euch das weiß, könnt ihr mir gerne nochmal schreiben. Ich weiß, wie das heißt. Wie heißen die? Bärenklau? Nee, ist mir gerade wieder entfallen. Aber voll krass. Guck mal, ich habe dafür Geld bezahlt. Nee, alles ab hier. Nimm das mit und Die müssen verkauf noch ein das in bisschen deinem trocknen. Blumenshop. Ja, die müssen ein bisschen trocknen. Und jetzt sind wir schon die ganze Zeit unterwegs, ja? Ich habe gar nichts aufgenommen. Nicht mal von unserem Lieblingsfeld. Aber ich habe gerade da oben was gesehen am Himmel. Das muss ich euch zeigen. Das hatten wir ja die ganze Sonnenperiode über nicht. Striche am Himmel. Und da, seht ihr das? Das Kreuz des Mordens. Ich sollte ihr Handy halten. Und dann dreht sie sich um und sagt kein Wort. Schnucki. Dankeschön. Ich höre nur jetzt hier auf die Kamera an. Pff. Jetzt sind wir schon wieder an diesem Gumulucken-Mais vorbeigegangen. Ne? Also hier, so sieht der Mais jetzt aus hier.
Da sind wir noch ganz schön klein, ne? Hier, da ist ein bisschen größer. Aber diese Entartung, dafür lohnt sich das ja glatt nochmal zurückzugehen, ne? Die werden langsam, also ich weiß gar nicht, irgendwann im Herbst wird das ja immer abgemäht hier, geerntet, gepflückt. Und wo ist hier dieses entartete Ding? Und hier ist es, diese entartete Maiskolben. Leute, ich habe das schon mal in irgendeinem Video gezeigt, aber immer wenn ich hier vorbeigehe, denke ich so, das kann doch nicht angehen, was ist das? Wie kann so ein Maiskolben aussehen? Also wirklich, man sieht da noch ein bisschen die Maiskörner da und dann dieses Geschwür da drumherum. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und wenn ich das sehe, dann denke ich so, ich esse kein Mais mehr, das war's. Läuft hier irgendwas durchs Maisfeld? Ein Wildschwein vielleicht? Irgendwie hat hier gerade alles gewackelt. Ist da jemand? Komm raus! Hallo? Keiner zu sehen. Okay, werden wir mal hier diese Krankheit verlassen. Schreibt mir mal, wenn ihr sowas seht, mögt ihr dann noch Mais? Ich nicht. Und am zweiten Tag gibt es zur Mittagsstunde lecker Geschnetzeltes. Hähnchenbrustfilet vom Extra-Stromkreislauf-Extra-Herd, der auf dem Herd steht. Und, oh, das sieht hier nach Dönertaschen aus. Mein Schnucki sagt gerade, sie muss noch hier Wäsche waschen. Also, Wäsche. Guck mal hier. Hier ist die Solarstromsteckdose. Da dran ist die Waschmaschine. Den Lüfter haben wir da abgenommen, ne? Aber hier den Trockner. Aber den benutzen wir eben nicht im Sommer. Den benutzen wir eigentlich gar nicht mehr seit einem Jahr ungefähr, weil er so viel Strom hat. Komm, starte and let's go. Also der Computer ist noch an. Läuft schon? Ja. That's it. Noch heizt sie nicht. Okay, gucken wir mal, wann sie heizt. Weil in dem Moment, wenn sie heizt, höre ich das hier immer, wenn ich hier bei der Arbeit bin. Weil dann das Kraftwerk lospustet. Also hier, mein Rechner läuft noch. Der ist an. Also man kann waschen und rechnen gleichzeitig. So. Mein Video, das ich hochgeladen habe, wird noch geprüft. Das heißt, ich kann den Rechner noch nicht ausmachen. Warten wir mal, was jetzt passiert. Ich wollte euch ganz kurz mal hier unseren Wäschetrockner zeigen. Also Strom sparen, da geht es dann nicht mehr. Tada! Das ist er. Da trocknen wir dann immer. Im Sommer, hier in der Sonne, im Wind, also im warmen Wind, das ist ja direkt warm, ne? August, wir haben hier keine einzige Wolke am Himmel, ne? Das geht ja schon irgendwie gefühlt wochenlang so. Na, zwischendurch waren mal ein paar Wolken. Auch so 3 Tropfen Wasser runtergekommen, Regen, aber das war's. So, und hier hat mein Schnucki jetzt unser Essen gezaubert. Alles mit Solarstrom. Ich habe gerade mal für den August unsere Stromzahlen ermittelt, was wir so verbraucht haben. Und da bin ich doch tatsächlich noch auf 30 Kilowattstunden gekommen, die wir verbraucht haben vom Stromversorger. Max hatte denn irgendwas mit 130. Allerdings weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube mit 30 Cent rechnet man oder so, aber das ist auch überall anders, ne? Und dann ist auch der Strom vom so und so vielten bis zum so und so vielten irgendwie so und so viel Cent und dann gibt es eine Preiserhöhung und dann so und so viel ab da und so. Das ist recht verwirrend alles, da hatte ich keinen Bock drauf. Also mich interessieren dann die Kilowattstunden. 30 haben wir im August verbraucht, weil da noch nicht die ganze Zeit das Solarsystem hier fertig gewesen ist. Und nun bin ich ja gespannt auf den Verbrauch, den wir im September haben werden. Es wird ja dunkler, man hat mehr Licht an und so. Vielleicht wird es auch kälter, man hat ein bisschen die Heizung an und so. Mal sehen, das wird spannend. Also finde ich. Hallo. Moinsen. Na, wie war die Schule? Draußen essen. Wie bitte? Müssen wir draußen essen? Ja, hat Mama so entschieden, ne? Okay. Also ich habe, mir ist das auch zu warm. Wir können ja schnell essen und wieder rein. Ja. So, der hat mir übrigens die Haare gut geschnitten, ne? Kann man bei Ihnen auf seinem Kanal sehen, wie er das gemacht hat. Wie sieht's aus? Also ich finde, damit kann ich unter die Leute, oder? Wir, das haben mir immer ganz viele Leute geschrieben,
Ich muss wieder zum Friseur. Nun ist das soweit gewesen. Okay, dann wollen wir mal warten, dass es jetzt was zu essen gibt und dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Und so zu halten ist ein Problem, ne? Mhm. So, drauf einfach. Entschuldigung, also willst du das gleich befüllen oder willst du lieber... Nee, ich esse das so alles. Achso. Muss ich was mit dir? Kennst mich schon, ne? Und befüllen. Befüllen? Ich pack das so mit dem Teller. Mhm. Aber mit dem Salat auch, ja? Mhm. Mehr. Mehr? Mehr? Noch eine. Ja, reicht. Mehr? Nein. Das ist doch Leben wie immer, ne? Oder? Hat sich irgendwas verändert? Nein, irgendwie nicht. Der Geschirrspüler ist rappelproppevoll und funktioniert mit Solarstrom. Vor allem, wenn die Sonne so scheint, so richtig spannend wird das ja im Grunde erst dann, wenn es mal bewölkt ist. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da mit der Hand abwaschen müssen oder nicht. Das werden wir dann sehen. Also zurzeit klappt alles richtig gut. Kannst du das in den Kühlschrank stellen? In den Solarkühlschrank? Das ist so genial. Einfach richtig gut. Genauso sauber wie mit normalem Strom. Piept auch genauso. Scheint guter Strom zu sein von der Sonne. Da kommt doch genau die gleiche Hitze raus. Warum macht nicht jeder Solarstrom? Ist doch viel besser. Und die Regierung will das auch. Alte regenerative Energien. Das Beste, was da dran am regenerativsten ist, ist eigentlich mein Kontostand. Der Rest ist eigentlich total Banane. Also, wir nehmen hier gerade so zwischendurch noch einen Film auf. Wir nehmen gerade noch ein Video auf, während hier wieder die Temperatur steigt. Ich zeig mal kurz, was wir gerade machen. Du bist eine Naturschönheit. So einen Lippenstift mache ich jetzt. Ich mach das nicht. Augen zu und. Ist es nicht doll? Das ist völlig egal, mach das mal. Mach mal so. Genau. Das ist Warte. Alles im Mund. Und hier wird immer noch fleißig gebuddelt. Wir sind ja jetzt einmal schon um die Ecke rum hier. Allerdings fehlt noch diese Buddelstrecke hier bis zum Büro. Also hier geht es ins Büro rein. Da drin pustet das Kraftwerk. Ja, und das muss alles noch freigegraben werden. Ich bin gerade nicht so eine Grabehilfe, aber ich will trotzdem mal versuchen, mein Bestes zu geben hier. Mit halbem Arm. Also einen Arm habe ich ja. Mal sehen, was ich damit hinkriege. Dann kannst du da was darüber schieben von der Seite. 100 plus Tage, dass ich da überhaupt bin. Mein Schnucki hat mir meine Arbeit weggenommen. Wo ich eigentlich ihr die Arbeit abnehmen wollte. Jetzt hat sie das übernommen wieder, ne?
Ja, der Arm des. Aber der. Der Arm braucht Reha. Der muss sich bewegen können. Hä? Ja, aber wieso? Na, ich habe ja die Schaufel links angefasst. Also mit der linken Hand unten nimmt er das Gewicht und oben rechts hat es nur geführt. Das ist nicht so schlimm. Aber sie ist eben ganz fleißig. Fleißiger als sie. Glaubt sie. Aber beide dasselbe. Ich nehme die weißirische Spinne weg. Und jetzt? Oh, Feierabend. Komm her, Schnucki. Aber vorsichtig hier mit meinen Armen, ne? Oh. Geht das so? Ja. Mensch, mein T-Shirt zieht hier so komisch. Willst du nicht mal hier die Gummihandschuhe ausziehen? Ich bin noch nicht fertig mit der Arbeit, Mann. Doch, jetzt ist Feierabend. Nee, ich muss das Ende machen da. Also, das ist hier unsere neue Wohlfühlecke. Dreckige Finger. Ne? Ist das nicht schön? Ja, das ist richtig cool. Hier kann man jetzt jeden Abend die Abendsonne genießen bei einem Glas Wein. Bei einem Glas Saft. Und einem Stückchen Käse. Mhm. Was isst du denn? Ich esse auch Käse, aber kein Wein. Naja. Das ist ganz schön so, ne? Mhm. Kann man nur hoffen, dass oft die Sonne scheint. Mhm. Wir haben auch eine Planung mittlerweile jetzt für das Dach hier. Habe ich mich gerade mal hingesetzt und mir das mal ganz, ganz, ganz toll überlegt, was man da so machen könnte. Ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Ich glaube, ich habe doch eine Idee, wie ich das alles da hinkriege. Müssen wir den Zaun wieder abbauen. Zumindest ein Teil davon. Ja, aber das sehen wir dann alles in einem späteren Video. Also nächstes Jahr. Mhm. Oder machen wir es dieses Jahr noch? Mir juckt es ja unter den Fingern, ne? Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich das Holz hier tragen soll mit einem Arm. Hilfst du mir? Das andere habe ich auch geschleppt. Ja, stimmt. Aber nicht bei Bauhaus. Doch. Da habe ich das auch geschleppt, ne? Ich auch. Mit meinem auch schon da kaputt gewesenen Arm, jetzt ist er wieder ganz kaputt. Ah, wird schon wieder besser. Geht schon wieder ohne Schlinge. So. Guck mal nach drin. Hä? Oh, das ist so schön hier. Ne? Wir sind nicht auf der Terrasse vorne. Haben wir da jetzt auch noch Sonne? Nein. Das heißt, das hier wird unsere Wintersonnenterrasse. Vielleicht machen wir hier auch noch ein kleines Dach drüber. Überall Dächer. Wow! Finger an meinen Arm. An meine Schulter. Oh. Ja. War das schon alles jetzt? Ich denke, wir sitzen hier noch, bis die Sonne untergeht. Nee, ich will ja mal die Steine. Also ich will ja mal ganz kurz mal zeigen, was ich kann. Und wir haben Feierabend hier, ne? Guck mal, also ich hab hier schon mal... Die kann nicht stillsitzen. Sie kann nicht stillsitzen. Da muss man morgen nicht daran. Ich habe keinen Bock morgen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja nicht mehr so viel. Nö. Soll ich schnell mal mit dem Fuß reinschieben? Nein, 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 ich mache das selber. Hier? So, gerade kommt Ash hier rein, raus und fragt, wie man den Solarofen zum Laufen bekommt. Und Schnucki weiß, wie das geht. Was hast du noch gemacht? Wie, Mäuse, guck mal, ach, so. Das hast du umgestellt, hast du ne? Was? Mein Schnucki hatte, das muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Also, guck mal, wir haben ja heute den Solar-Geschirrspüler benutzt. Und deswegen ist da hinten das Kabel umgesteckt. Ja, okay. In Zukunft wird das alles viel besser. Okay. Bist du müde? Ja. Was ist los? Willst du heute früh ins Bett? Ja, um 7. Seltenheitswert hier, ein Bild, Vater und Sohn. Das lasse ich gleich rahmen dann nachher. Rahmen, weißt du? Ja, ich weiß. Bild und dann an die Wand, damit man es für immer sehen kann. Natürlich. Krieg ich was von deiner Pizza ab? Ja. Wieso ist sie auf dem Gitter? Das ist so falsch. Aber wenn da was runterläuft, dann läuft das auf die Heizstäbe. Und die Heizstäbe sind dann... Ich habe das schon mal gemacht, da läuft nichts runter. Oh, du kaufst mir einen neuen Ofen, wenn der Schrott ist. Okay, super. Ich einen neuen Ofen gekauft. So, ich glaube, das wär's dann im Video. Willst du auch noch was sagen? Nein. Doch, sag doch hier, kommt alle auf meinen Kanal. Tschüss. Kommt alle auf meinen Kanal. Kommt alle auf meinen Kanal. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.